Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Heute schauen wir uns eine Mod an von Kai Odenik, die mal wieder geupdatet wurde und ein riesiges Update bekommen hat mit richtig coolen Funktionen. Und zwar ist das die Kai's Wii Toolbox oder das 3D Move Tool, mit dem man halt Sachen anheben kann, drehen kann und. Und diese hat wirklich krasse viele neue Funktionen bekommen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Mit der N-Taste kann man wie gewohnt in diesen Freeform-Mode gehen. Das seht ihr dann auch immer oben links. Und da kann man dann ja, Items bewegen. Das kannten wir ja soweit schon. Allerdings sind jetzt zum Beispiel markierte Objekte gehighlightet. Das seht ihr ja schon ganz gut hier. Da kann man jetzt eigentlich unschwer erkennen, dass ich das Ding ausgewählt habe. Und man kann jetzt, was ich richtig gut finde, Sachen gruppieren. Wenn man M drückt und dann Shift gedrückt hält, kann man verschiedene Objekte in eine Gruppe packen. Und wenn man dann nochmal M drückt, kann man diese Gruppe gemeinsam bewegen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Änderung. Wie genau ich jetzt Sachen drehe und so, das werde ich jetzt nicht alles erklären. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video gemacht. Das hat sich jetzt nicht groß geändert. Das seht ihr auch eigentlich immer hier unten links, die Shortcuts. Ja, welche Achse man rotiert und wie man Sachen halt bewegen kann. Wichtig ist halt jetzt, dass diese Gruppieren-Funktion dazugekommen ist, welche echt sehr, sehr gut ist. Kann natürlich auch hochmoven. Und man kann natürlich in der Gruppe dann auch in diese Advanced Rotate Modus zum Beispiel gehen oder in den Advanced Movement Modus gehen. Da kann man das ja dann nochmal ein bisschen besser rotieren oder bewegen. Da werden die Sachen dann auch rot. Und hier kann man das dann natürlich auch alles drehen. Aber diese Gruppieren-Funktion finde ich richtig gut. Die ist halt zum Beispiel besonders praktisch, wenn man, also als Beispiel mal, ich hatte mal in einem Park solche Aussichtsplattformen gebaut, die ich dann auch über Kopf gedreht hatte. Und jetzt kann man natürlich einfach beide Dinger, genau, die kann man jetzt beide Dinger einfach markieren und dann kann man die einfach gemeinsam drehen. Und jetzt hätte man die auch genau im gleichen Winkel über Kopf. Also das macht halt vieles, vieles einfacher. Übrigens, wenn man Rechtsklick drückt, dann ist das alles wieder resettet. Das ist alles noch so ein bisschen wie gehabt. Aber die Steuerung und das Tool ist sowieso super komplex. Wenn ihr das nochmal ein bisschen genauer haben wollt, ich verlinke euch ein Video von dem Mod-Ersteller, also von Kai Odenik. Der hat das dann nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Und ihr könnt auch noch, wenn ihr Escape drückt, hier beim Modding-Tab, euch auch die Shortcuts hier nochmal durchlesen. Also ihr seht ja halt genau, die Shortcuts im Move-Tool stehen hier alle drin. Also welche Taste ihr gedrückt halten müsst und was ihr wann drücken müsst. Aber das ist wirklich so komplex, das Video würde ewig dauern, wenn ich euch das alles erkläre. Das müsst ihr euch dann alles so mal angucken. Das war nämlich nur der Anfang. Also das ist so die große Neuerung von diesem Move-Tool erstmal. Da gibt es auch noch viele kleine Änderungen und sowas, aber das ist jetzt so das Interessanteste, dass man halt Sachen gruppieren kann. Allerdings gibt es natürlich auch noch das Damage-Tool, das ist alles wie gehabt. Hier wird auch nur ja, hervorgehoben, ob man jetzt was beschädigt oder repariert. Achso, man kommt übrigens mit B da rein, wenn man die B-Taste drückt. Dann sieht man hier das Damage-Tool. Und jetzt, wenn ich STRG gedrückt halte, dann zerstöre ich Dinge. Das seht ihr an dem roten Dings. Jetzt kann ich einfach mit Linksklick Galerie zum Beispiel zerstören. Und wenn ich nicht STRG gedrückt halte, kann ich das wieder reparieren. Seht ihr dann ja einfach, dass es grün ist. Ist ganz angenehm, dass das jetzt so ein bisschen hervorgehoben wird. Und jetzt kommt schon die nächste komplett neue Funktion. Nämlich, wenn man die K-Taste drückt, kommt man in das Environment-Tool. Dort kann man die Uhrzeit einstellen. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal 23 Uhr auswählen. Und sobald man hier auf Apply Time klickt, wird dann die Zeit ausgewählt. Ist natürlich auch super angenehm, weil man dann explizit jede Zeit auswählen kann. Und das auch jederzeit ändern kann, wie man möchte. Aber das ist gar nicht mal das Coolste. Was ich noch cooler finde, ist, dass man hier das Wetter auswählen kann. Da kann man nämlich auch mit einem Klick auf Apply einfach das Wetter, was man oben hier drin hat, auswählen und dann kommt das Wetter. Finde ich mega cool für so Cinematic-Aufnahmen. Da kann man nämlich jetzt zum Beispiel auch mal es einfach regnen lassen. Und das regnet dann auch die ganze Zeit, bis ich das wieder ändere. Weil vorher musste man immer ewig auf Regen warten und dann war da irgendwie eine Minute nur. Und jetzt kann man halt mit diesem Tool alles auswählen. Jetzt haben wir sogar einen Regensturm.
Und hier gibt es auch richtig viele Sachen, auch zum Beispiel Schnee. Richtigen Schneesturm. Sogar hier den Nebel aus der Wüste kann man auswählen. Das ist natürlich auch nochmal interessant, weil man kann es jetzt zum Beispiel auch auf Karten schneiden lassen, wo es vorher gar keinen Schnee gab. Da hier gibt es super viele Sachen. Ich zeige euch die jetzt nicht alle. Hier gibt es auch noch so ein paar verschiedene Clear-Sachen. Also, dass es einfach klar gerade ist, das Wetter. Sieht immer ein bisschen anders aus, je nachdem, welche Gegend man auswählt. Da ändert sich dann so ein bisschen die Nebeligkeit und die Klarheit. Sieht man ganz leicht, dass sich so ein bisschen die Farben im Hintergrund ändern. Ist halt nur eine minimale Sache, aber trotzdem cool. Ja, hier hat man es deutlich jetzt gesehen, dass es jetzt so ein bisschen nebliger wurde und heller. Und Default ist dann wieder, dass das Standardwetter an ist, was man ausgewählt hat. Ah, finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gerade das mit dem Regen gefällt mir. Habe ich mir lange gewünscht, so ein Tool. Und die nächste neue Funktion öffnet ihr, wenn ihr die L-Taste drückt. Das ist nämlich das Dinosaur Spawn Tool. Dort könnt ihr mit einem Klick Dinosaurier spawnen. Hier habt ihr dann auch eine Liste von allen Dinos, die ihr so im Spiel zur Verfügung habt. Oder wenn ihr Mods installiert habt, sind die auch dort. Habe ich hier gerade ein Mod-Beispiel? Nee, ist auch egal. Sehen wir gleich noch. Die sind auf jeden Fall sortiert in Fleischfresser. Pflanzen. Perfekt. Pflanzenfresser natürlich. Dann Piscivores, also Fisch- und Fleischfresser. Oh, hier ist auch eine Mod. Der Deinokairos. Also die Mods werden dort auch angezeigt. Dann haben wir natürlich Omnivoren. Das ist jetzt nur der Oviraptor. Fleischfresser haben wir ja natürlich auch. Gibt es dann zum Beispiel auch das Absolutel, das Riesen-Axolotl an Land. Das ist jetzt auch eine Mod. Ja, Flugsaurier, Wassersaurier und natürlich Hybriden. Und das ist halt super angenehm, weil man kann dann hier auch sich einfach so einen Dino schnappen, kann den auch drehen, wie man möchte, platzieren, wo man möchte, natürlich mit einem Linksklick. Aber man kann sich auch vorher noch die Patterns angucken und die Farbe dann komplett auswählen. Und auch das Cosmetic-Set, weil einige Dinos haben ja so ein Cosmetic-Set. Da müsst ihr euch nicht wundern, das ist so ein bisschen verbuggt. Das heißt, wenn ich das jetzt ändere, wird das immer alles schwarz angezeigt. Aber wenn ich hier bei Skin auf den ersten Slot gehe und bei Patterns, dann wird es auch vernünftig angezeigt. Also jetzt sind das auch die richtigen Skins. Kann man jetzt hier bei dem gar nicht so erkennen. Wir gehen mal kurz in ein Dino, wo man das besser sieht. Hier der... Ja, der Velociraptor ist eigentlich perfekt. Der hat super viele Skins. Da kann ich jetzt leider nicht ganz so nah ranzoomen. Aber sobald ich hier bei beiden auf 1 bin, kann ich auch mir vernünftig die Dinge angucken. Das ist zum Beispiel jetzt Blue. Und dann das hier ist das 2001er Männchen. Und mit einem Linksklick kann ich das dann spawnen. Finde ich super cool. Das macht es halt sehr viel einfacher, schnell Dinos zu spawnen. Und dann halt auch die richtigen Skins auszuwählen, wenn man es halt instant sieht. Das funktioniert auch alles super. Und schon haben wir hier alles besiedelt. Ganz viele Dinos. Außerdem gibt es noch ein sehr, sehr komplexes neues Tool. In dieses gelangt ihr, wenn ihr die J-Taste drückt. Das ist die Dinosaur Control Toolbox. Damit könnt ihr den Status und die Verhaltensweisen von Dinosauriern einstellen und ändern. Wir sind jetzt zum Beispiel hier in den Survival Stats. Da kann man dann so Sachen wie das Leben einstellen. Das könnte ich jetzt hier ungefähr auf 50 mal machen, von der Menge her. Und wenn ich den jetzt anklicke hier, hat er nur noch 49% Leben. Können wir bei dem anderen natürlich auch mal machen, mit noch niedriger. Dann seht ihr auch, dass das klappt. 12% sind es jetzt nur noch. Und wir können ihn natürlich auch dann wieder heilen damit. Jetzt haben sie wieder 100. Klappt auch mit anderen Stats, wie zum Beispiel Stamina, also die Ausdauer. Dann der Hunger, wenn wir den jetzt runter machen. Dann ist die hier sehr hungrig. Der hier ist jetzt noch standardmäßig. Und das geht auch mit den anderen Werten wie Durst. Dann haben wir den Komfort, den kann man hoch und runter machen. Dann wie müde der Dinosaurier ist. Das heißt, wenn wir das jetzt ganz runterstellen, müsste der eigentlich bald schlafen. Ich weiß gar nicht, ob der angezeigt wird, der Wert. Also die Müdigkeit, ich glaube nicht. Mal gucken, ob der jetzt gleich schläft. Es kann auch sein, dass das hier
wenn die Müdigkeit hoch ist, dass er dann müde ist. Das weiß ich nicht. Nee, okay, der geht jetzt direkt schlafen. Also ich glaube, niedrig ist dann müde. Ja, der legt sich schlafen. Ah, gut zu wissen. Dann kann man auch noch einstellen, dass der jagen möchte. Dass er sich sozialisieren möchte. Dominanz zeigen möchte, also Dominanzkämpfe macht. Und man kann den auch benebelt machen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt umkippt. Oder ob der einfach nur ein bisschen schwankt. Ah, okay, nee. Niedrig ist also sehr benebelt. Da muss man halt immer so ein bisschen ausprobieren. Aber jetzt ist er auch betäubt. Aber wir können ihn jetzt bestimmt auch wieder aufwecken. Oder auch nicht. Nee, der ist jetzt 9 Minuten betäubt. Und die Survival Stats sind übrigens eine Kombination aus Leben, Hunger, Trinken und Stamina, glaube ich. Das heißt, wenn ich das hier voll mache, dann geht es dem soweit wieder gut. Wir können natürlich auch Dinos zum Beispiel umbringen, wenn wir das auf 0 stellen. Das ist jetzt das Leben einfach komplett auf 0 runtergestellt. Als nächsten Unterpunkt von diesem Menü haben wir dann die direkten Commands. Also damit können wir den Dinosauriern direkt Befehle geben, was sie machen. Nehmen wir zum Beispiel eine kleine Herde von Parasaurolophus. Kann man übrigens auch... Ach, mit Shift war das. Mehrfach markieren. Also wenn ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr mehrere von denen markieren und denen gleichzeitig Befehle geben. Das hier ist zum Beispiel Teleport Tool. Das können wir mal testen. Genau. Ah, ich kann dann immer nur... Ne, jetzt sind sie alle geportet worden. Da müsst ihr euch immer nicht wundern. Manchmal dauert das ein bisschen, bis die Befehle ausgeführt werden, weil die gerade noch irgendeine Animation durchführen. Weil der hier ist zum Beispiel jetzt am Liegen. Sobald er gleich aufsteht, wird das dann bei dem auch durchgeführt. Kann man kurz vorspulen. Und jetzt wird er auch hingeportet. Also wenn die gerade in irgendeiner Animation oder so sind, dann wird das nicht abgebrochen. Und dann können wir auch den Dinosauriern befehlen, dass sie irgendwo hingehen. Ich habe jetzt mal hier hingeklickt, ich spule mal vor. Und dann gehen sie dorthin. Wir können jetzt auch mal 2 von denen auswählen. Dann lassen wir die hier vorne fressen. Schlafen jetzt leider gerade, aber nachdem die gleich wach sind, sollte das eigentlich funktionieren, dass sie dorthin gehen und fressen. Na guck, jetzt fressen sie gleichzeitig. Also hat alles funktioniert. Aber es gibt ja auch noch weitere Befehle, zum Beispiel, dass die irgendwo hingehen und dann schlafen. Ich glaube, das Problem ist halt immer, wenn die nicht müde sind, jetzt weil die gerade geschlafen haben, wird das nicht funktionieren. Aber wir können ja mal ganz kurz hier bei dem die Müdigkeit runterregeln. Und jetzt könnten wir den hier hinschicken und schlafen. Mal gucken, was jetzt passiert, ob das klappt. Na, hier gibt es auch Ausruhen, dass sie sich einfach nur hinsetzen. Und auch das Territorium erkunden anscheinend. Oh, guck mal, es klappt. Er schläft jetzt. Also er hat den Befehl ausgeführt. Aber ich spawn jetzt nochmal eben einen Fleischfresser. Nämlich einen Kano hätte ich gerne. Wo haben wir den denn? Da. Kanotaurus. Und jetzt müsste ich den eigentlich den Befehl geben können. Oh, warte mal. Wir müssen erstmal einmal in die... Sandkasteneinstellung. Ich glaube, wenn das aus ist, geht das gar nicht, wenn die Kämpfe deaktiviert sind. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt dem Kano hier den Befehl geben, dass der auf Jagd geht. Und zwar diesen Para. Das müsste dann hoffentlich gleich klappen. Die sind jetzt halt gerade noch in der Animation, deswegen geht's nicht, aber jetzt geht die Jagd los. Und da hat er ihn erlegt. Oh, ich habe gerade gesehen, man kann sogar Forced Hunt einstellen. Oder den Hunt einstellen, dass der Para den Kano jagt. Das ist ja interessant, das gucken wir uns jetzt mal an. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Ich werde euch das gar nicht alles zeigen können. Oh, jetzt hat er ihn erlegt. Oh mein Gott, krass. Ja, da muss man noch mal ein bisschen aufpassen. Manchmal vermixt man das halt so ein bisschen krass. Aber ich glaube, hiermit kann man das ganz gut resetten.
Ich habe mich da auch leider noch nicht so reingefuchst, dass ich euch das perfekt erklären kann. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Forced Behaviors. Müsst ihr euch dann mal alle angucken, so ein bisschen. Und hier unten haben wir dann auch noch Delay und Duration. Damit können wir halt, mit Delay können wir einstellen, wie lange der braucht, bis er die Sachen ausführt. Das hier ist, glaube ich, 0 und das sind 120 Sekunden. Also wir machen es jetzt mal so ein bisschen hoch. Und dann befehlen wir den Para, würde ich sagen, nach einer bestimmten Zeit hier hinzulaufen. Jetzt wartet er kurz. Und sobald dieses Delay abgelaufen ist, läuft er los. Genau zu dem Ort, wo ich ihm gerade befohlen habe. Und die Duration, das ist die Zeit, in der der das versucht. Das heißt, wenn er es in der Zeit nicht dorthin schafft, das Travel Tool zum Beispiel zu erfüllen, also ich mache jetzt mal hier vorne hin, dann bricht er das ab. Das heißt, er versucht das so lange, wie man hier die Zeit eingestellt hat. Und wenn er es bis dahin nicht dahin geschafft hat, dann bricht er den Command ab. Er sollte jetzt kurz delayen und jetzt geht er dorthin, genau. Und er sollte es eigentlich gleich abbrechen, weil er es halt bis in der Zeit nicht schafft. Und dann macht er wieder seinen normalen Krams weiter. Genau, jetzt hat er abgebrochen und macht jetzt wieder seinen normalen Kram weiter. Außerdem kann man noch, wenn man hier Alt gedrückt hält, Sachen zu einer Schlange hinzufügen. Das heißt, man kann ihm mehrere Befehle geben. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, der hier soll erstmal einmal hier hinlaufen. Also ich habe jetzt gerade Alt gedrückt gehalten, jetzt halte ich wieder Alt gedrückt, dann soll er hier hinlaufen und dann hier oben zum Wasser. Und die Befehle führt er jetzt nacheinander auf, weil die alle in seiner Schlange sozusagen drin sind an Sachen, die er ausführen soll. Geht jetzt halt erstmal nach oben, dann kommt er jetzt runter zu uns und dann geht er wieder hoch zum Wasser. Genau, hat alles geklappt und jetzt macht er wieder seinen normalen Stuff weiter. Geht er direkt zu dem anderen Para und frisst dann mit dem. Als nächsten Punkt kann man hier auch noch die Moods zum Beispiel einstellen. Hier sieht man übrigens nur ganz minimal. Zum Beispiel aggressiv oder krank, dann ja, sehen die halt ein bisschen anders aus, so von der Mimik und Gestik, sage ich mal. Also man sieht es den ganz leicht an den Dinos. Ist jetzt beim Para wirklich schwer zu erkennen. Aber die gehen dann halt so ein bisschen anders. Seht ihr das hier? Der geht so ein bisschen gebückter jetzt, weil er, glaube ich, sick ist. Ah ne, die sind aggressiv. Okay, das ist der aggressive Walk. Jetzt ist er sick. Aber jetzt seht ihr eindeutig, ne, den Unterschied. Also kann man schon erkennen. Dann kann man hier Ragdoll triggern, was ich sehr lustig finde. Da kippen die dann einfach in sich zusammen. Kann man natürlich auch wieder wegmachen. Dann ist alles wieder cool. Hier unten kann man dann noch Aktionen ausführen. Da kann man erstmal das Verhalten zurücksetzen, was sehr, sehr praktisch ist. Und dann kann man so Sachen ausführen, wie zum Beispiel idlen. Dann stehen die einfach nur rum die ganze Zeit. Also der bleibt jetzt die ganze Zeit hier rumstehen. Hier kann ich zum Beispiel mal schlafen triggern, wenn das jetzt klappt. Er ist irgendwie auch gerade im Idle-Modus. Moment. Manchmal kriegt man die irgendwie aus diesen Animationen nicht mehr raus. Da muss man einmal zur Not speichern und neu laden. Dann geht es meistens wieder. Dann können die essen. Auch einfach auf Kommando. Auch wenn die jetzt gar nichts isst. Der fängt jetzt einfach an zu essen. Trinken geht auch. Dann können die auch den Zaun angreifen. Oh, man kann sogar Dinos hier resetten, sehe ich gerade. Also nicht resetten, deleten. Aber ihr habt jetzt gesehen, ne? Der greift jetzt den Zaun an die ganze Zeit. Auch wenn er gar kein Zaun ist. Kann man hier auch... A tank and fail. Okay, was ist das? Ah, wenn es schief geht wahrscheinlich. Ah ja, okay. Das ist ein bisschen anders, die Animation. Da kann man den auch noch sterben lassen. Ich glaube, der ist jetzt aber gar nicht richtig tot, oder? Director. Och, nee, ich glaube, der ist doch tot. Das hier ist wirklich tot. Nee, ich kann ihn wiederbeleben. Okay. Das ist einfach nur das Ragdoll davon. Ja, interessant. Dann haben wir auch noch Roar, können wir triggern, dass er schreit. Das sind jetzt das Pfeile, die treffen. Also ihr seht dann hier den Bodypart, wo die getroffen werden. Das sieht man nur minimal. Dass sie so ein bisschen zucken. Ich zeige euch jetzt mal eben einen Hit in den Kopf. Da seht ihr das? Er hat jetzt geschrien und leicht gezuckt am Kopf. Mehr ist das schon gar nicht. Kann man auch hinten einen Schweif machen, dann zuckt er hier leicht. Dann haben wir noch Cosmetics, die man ändern kann. Genau, hier könnte man dann jetzt einfach Cosmetics auswählen, wenn ihr jetzt verschiedene hätte. Das sind diese
zum Beispiel Movie-Skins und so, die sind ja nochmal so einzeln auswählbar. Die könnte man hier auswählen. Hier kann man die Hautfarbe ändern mit einem Linksklick. Wenn ihr Alt gedrückt haltet übrigens, dann geht das wieder zurück. Also dann kommt ihr zu der Farbe, die vorher war. Und das hier ist nochmal das Pattern, das kann man auch ändern. Dann kann man auch das Ganze kopieren. Also das heißt, ich könnte jetzt die Farbe von dem kopieren. Gibt es leider gerade keinen anderen Edmonto hier. Moment, können wir schnell ändern. So, Edmonto. Und dann können wir einmal hier das Ganze auf den übertragen. Und jetzt sehen die genau gleich aus, die beiden. Und mit diesem letzten Punkt Respawn Dinosaur, da könnt ihr den dann einmal so respawnen. Dann wird das Ganze auch gespeichert, also der Skin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das nicht machen würdet und dann speichert und neu ladet, dann würde der Skin nicht gespeichert werden. Aber sobald... Oh. Aber sobald ihr das hier einmal, also die respawnt, dann ist das alles gespeichert. Ich hatte das jetzt sowieso an hier unten, Auto-Respawn. Also nachdem ich was ändere, wird es dann automatisch gemacht. Da wird es dann automatisch gespeichert. Aber wenn ihr das off habt und dann neu ladet, dann sind die Skins wieder beim alten. Zwei Punkte gibt es hier noch. Nämlich kann man hier den Dinosauriern Krankheiten geben. Das sind hier alle möglichen Krankheiten, die es gibt im Spiel. Und die kann man dann applyen mit einem Linksklick. Man kann sie aber auch wieder heilen mit dem Punkt hier oben links. Und Verletzung gibt es auch. Die kann man denen hier auch geben. Eine Verstauchung zum Beispiel. Und dann sollten die, glaube ich, auch so ein bisschen humpeln. Ich weiß gar nicht, wie das genau ist. Ob man denen das ansieht. Ich glaube aber schon. Oh, verschlucktes Handy kann man sogar machen. Ich weiß gar nicht, ob das nur bei Fleischfressern geht. Aber das können wir mal eben einmal schnell testen noch. Wir spawnen mal eben einen Fleischfresser. Nehmen wir so einen Acrocanthosaurus. Der sollte jetzt klingeln ab und zu. Ah, jetzt, okay. Seht ihr, das klappt auch. Ja, war jetzt super viel. Also, es ist sehr erschlagend. Ich habe da auch noch nicht so ganz durchgestiegen. Aber ich denke mal, so die wichtigsten Sachen habe ich euch jetzt gezeigt. Ich verlinke euch auch nochmal das Video vom Mod-Ersteller, der hat es nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Ich finde die Mod auf jeden Fall richtig cool. Ist halt mega umfangreich. Man kann da, glaube ich, coole Cinematic-Aufnahmen mitmachen, weil man denen halt endlich Befehle geben kann. Da kann man das Wetter ändern. Und so viele Möglichkeiten. Ich finde es richtig cool. Ich würde mich jetzt noch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.